Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video und zu einem besonderen Unboxing. Newborns Wanderpaket ist wieder bei mir angekommen und ich freue mich wahnsinnig, es auszupacken. Ja, das ist auch immer noch die Degusta-Box. Man sieht es auf jeden Fall mit Glas, Paketband drumherum und das werden wir natürlich miteinander auspacken. Bevor wir aber mit dem Unboxing beginnen, schaut auf jeden Fall oben in der Infobox vorbei. Da sind alle aktuellen Gewinnspiele verlinkt. Das ist auf jeden Fall das Boxen-Gewinnspiel online. Es ist auf jeden Fall das Abonnenten-Special-Gewinnspiel online. Und am 14. Februar ist auch so ein kleines Gewinnspiel angedacht. Deswegen schaut auf jeden Fall auch vorbei. Aber das ist logischerweise noch nicht verlinkt. Schaut einfach in die Infobox und nehmt an den Gewinnspielen teil. Natürlich nach diesem Video. Ja, die Box kam endlich bei mir an. Wieso sage ich endlich? Die Box wurde zurückgeschickt zu der lieben Nina, also kommt von der lieben Nina. Die Idee ist auch von der lieben Nina, die hat damals angefangen. Und aktuell sind, muss ich jetzt gucken, weil ich weiß natürlich das immer nicht auswendig, 8 liebe YouTuber dabei. Und zwar haben wir dabei einmal Ninas Beauty Welt. Also die liebe Nina, die vor mir auch dran war. Wenn euch interessiert, was sie so aus dem Paket genommen hat und was vielleicht auch von ihr ist, dann schaut bei ihr vorbei. Nach mir ist auf jeden Fall die liebe Liz von Lizaurus dran. Da bin ich auch gespannt, ob sie Sachen von mir rausnimmt. Dann ist als nächstes die Irene von Irenes Boxenwelt und mehr dran. Ihr wisst es. Ich schaue sie wahnsinnig gerne. Dann haben wir noch die Beauty Place bei Lara, also die liebe Lara. Dann noch Antjes Verald und einmal Graufalter 50, die mitmachen. Also schon eine schöne Truppe Mädels, die mitmacht, beziehungsweise es sind anscheinend jetzt mehr geworden. Die Anja und die Yvonne sind noch dabei. Muss ich aber gucken, was die für einen Kanal haben. Das weiß ich jetzt auch nicht auswendig, den Kanal. Also die Kanalnamen blende ich euch jetzt unten ein. Einmal von Anja, für dieser Kanalname, und einmal von Yvonne. Schaut auf jeden Fall bei den lieben Mädels vorbei. Es gibt eigentlich keine schlechten Videos. Ich liebe nämlich die Newborn Wonder Pakete an sich. Ja, und dann machen wir auf. So sieht das Ganze. So sieht das Ganze schon mal aus. Mega interessant. Und da gucken wir jetzt, was drin ist. So, das erste hüpft mir gleich im Endeffekt entgegen. Ist, denke ich mal, eine Haar. Nein, Glätte ohne Glätteisen. Ein Glätteprodukt. Bis zu 4 Wochen glatte Haare. Schnell und einfach. Aufbau und Reparatur mit Keratin und Kupuaku mit Nictec Technologie, professionelle Formel. Glatte Haare, schnell und einfach. Ich mag eigentlich meine Wellen. Also interessieren würde mich das ja schon mal, ob das funktioniert. Kommt mal auf den viel Leichtstart. Fängt ja schon wieder gut an. Da sehe ich was ganz Süßes. Zum Mamo Optik Pinsel. Die sehen echt wahnsinnig süß aus. Oh, ich habe schon so viel Pinsel. Also Pinsel kann ich echt leider nicht brauchen. Aber die werden so putzig. Nein, die müssen leider weiter. Die müssen leider weiter. Dann haben wir hier eine Tüte, weiß ich nicht, dann nehme ich die auch mal raus. Und zwar haben wir hier drin, eine kenne ich, lasse ich aber drin, weil ich das schon habe. Wenn ich es jetzt nicht gehabt hätte, hätte ich es auf jeden Fall rausgenommen. Und einmal zwar vom Kalin Parfüm Mon Amour Eau de Parfüm. Und ich weiß nicht, aber doch, es ist glaube ich ganz. Ich hatte jetzt Angst, es hat sich jetzt ein bisschen gläsern angehört und ja, wie gesagt, riecht sehr stark, nicht, dass das jetzt hier so riecht und ein bisschen ausgelaufen ist, aber es schwappt auf jeden Fall noch. Okay, also ich denke, es wird passen. Einmal dieses Parfüm, also das, was ich rausriechen kann, ist mega gut. Also von den anderen Mädels, wenn es noch keiner hat und Parfüme mag, dann nehmt es euch. Ich schicke es auf jeden Fall weiter. Dann haben wir hier noch ein paar kleine Produkte drin und zwar einmal von Green Door Naturkosmetik Powder Deo Bar. Also das kommt auf den Habenstapel. Ich liebe solche Deos. Und so einen Powder Deo Bar habe ich tatsächlich noch nicht probiert. Schon festes Deo, aber noch keinen Bar. Bin ich gespannt. Ach, das ist das, was so riecht. Ich werde ihn sowieso behalten. Ich fasse das jetzt mal an. Bin ich auf jeden Fall gespannt. Ich werde den verwenden. Da freue ich mich auf jeden Fall. Danke an wen auch immer das war. Dann einmal Matcha-Maske, kaltgepresst Traubenkernöl, Poren verfeinert mit japanischem Matcha-Extrakt. Der wird auf jeden Fall weiter wandern. Dann einmal von Isana Bodyperlen, Cinderella, Disney-Prinzessin. Eigentlich hat ihn mein Mann schon verwendet und ich habe ihn den gekauft. Aber wir bekommen jetzt ein neues Bad. Aber da kann ich eigentlich Badesalz kaufen. Ich habe schon getestet. Ich denke, das werde ich weitergeben. Dann kann es jemand anders testen. Dann haben wir einmal von Essence Hydrogel Eye Patches 24 Stunden Hydrating and Cooling Hyaluronic Acid und Pink Berries. Kommt auf den Vielleicht-Stapel, weil die habe ich tatsächlich auch noch nicht getestet. Genau, dann kommt das Parfüm auf jeden Fall wieder rein, weil das wird auf jeden Fall weiter wandern. Dann war es das aber noch nicht. Dann haben wir einmal von Dove Pflegegeheimnisse, regenerierendes Ritual. Ich bin mir nicht sicher, ob die nicht von mir war. Ich muss jetzt tatsächlich nochmal in der Gruppe fragen, ob die nicht von mir war. Dann nehme ich die natürlich raus und tue was anderes rein. Wenn die nicht von mir ist, dann würde ich sie trotzdem nicht behalten, weil ich genug habe. Gut verpolstert und verpackt. Wahnsinn.
Und zwar haben wir hier drin einmal von Alverde eine Palette, die ist mir einfach zu schlicht. Habe ich schon viel genug von diesen Farben, deswegen wandert die weiter. Und das sieht interessant aus auf jeden Fall. Was ist das? 9 Color Eyeshadow Palette Pretty Eyes. Ich würde gerne reinschauen. Komm, ach, da kann man reinschauen. Die sieht schon schön aus, aber ich finde halt das Packaging total unpraktisch. Das ist so riesig. Aber die Töne, die würden mir auf jeden Fall gefallen. Die Töne finde ich schön. Mal gucken. Also die Palette, aber so ein bisschen Augenfang ist das ja schon. Kommt auf den Vielleicht-Stapel jetzt erstmal, würde ich sagen. Dann haben wir einmal von Dalton eine Probe. Derma Control Clear Skin. Die werde ich mir behalten. Die Probe werde ich mir auf jeden Fall behalten. Dalton ist super. Und einmal von Seventh Heaven Pink Grapefruit Fußbad und gepresste Minze Fußlotion. Finde ich jetzt auch interessant, aber mal gucken. Mal gucken, ja. Dann haben wir einmal eine Tasche nochmal. Da haben wir drin die Peeling-Maske von eCooking. Habe ich selber, die wird weiter wandern. Einmal von Luvia. Ich glaube, den werde ich behalten. Ich trage sowas. Ihr seht es, heute habe ich rosa Glitzer drauf und lila Glitzer will ich auch verwenden. Ich glaube, den behalte ich. Kommt auf die Vielleicht-Stapel erstmal. Dann haben wir einmal von Revlon die Farbe 225 Rose Wine. Bin mir nicht sicher, ich glaube, den habe ich. Deswegen wandert der auch weiter. Dann einmal von Lottie London Powerful Magnetic Eyeshadow. Ich hoffe, ich darf reingucken. Sieht auf jeden Fall auch interessant aus. Kommt auch auf den Vielleicht-Stapel. Ändert sich wieder einiges hier. Dann einmal von Dr. Pierre Ricot eine Creme. Wandert weiter. Ich habe ja schon die Dalton Creme. Dann einmal von SPD Optimal Biology Age Global Anti-Aging Medium Anti-Drying. Okay, die brauche jetzt ich nicht. Dann einmal von La Rose Gommage. Was weiß ich, ich kann es nicht aussprechen. Habe ich auch noch, beziehungsweise hatte ich schon. Deswegen wandert das auch weiter. Dann einmal Wimpern. Ich liebe zwar Ella Mask, aber Wimpern zum Kleben nimmt. Dann einmal Kinder Beauty Mood Lip Oil. Changing. Mood Changing Lip Oil. Die Heart Changing Hydrating Lip Oil. Da gucke ich jetzt rein. Ist schon ein bisschen aufgerissen hier oben. War da nicht in der Glossy Box drin? Kann das sein? Aber der wird auf jeden Fall weiter wandern. Lip Changing kann ich leider nicht so brauchen. Dann haben wir einmal einen Lipstick von Bames Natural Makeup. Sagt mir gar nichts. Null. Nada, niente. Der sieht ja schön aus. Und auch noch so eine schöne Farbe. Mist! Muss ich mich tatsächlich nachher dann entscheiden. Ich nehme nicht zwei Lippenprodukte, kommt aber jetzt mal raus. Dann einmal von Elikia Beauty Illuminator Natural. Habe ich jetzt genug, deswegen wandert der auf jeden Fall auch weiter. Dann einen Luvia Make-up Augendingens. Ich weiß nicht, wie die Teile heißen. Ich gebe es ehrlich zu. Dann zwei Pinsel. Oh, die sehen ja auch schön aus. Aber ich habe genug Pinsel. Ich habe genug Pinsel. Dann einmal ein Concealer, der aber sehr dunkel aussieht. Okay. Und zwar wäre der gewesen von LA Girl Pro Concealer. Sonst hätte ich den behalten. Aber der ist eindeutig zu dunkel. Nö, nö. Dann einmal von Love Lip Affair Nadine's Berry. Habe ich, glaube ich, schon. Deswegen wandert der auch weiter. Und einmal von Rival Loves Me Ready for the Thrill Liquid Eyeshadow. Da werde ich dann lieber den von Lottie London behalten, weil ich glaube, von Rival Loves Me habe ich schon ein paar. Genau. Das heißt, das wandert jetzt auf jeden Fall alles wieder rein. Das war es aber noch nicht, denn wir haben noch mehr tatsächlich. Und zwar erstmal eine Palette. Und zwar ist es... Warum auch immer, jetzt hat sich die Xbox eingeschaltet. Komisch. Ach, Iconic London, das ist die, die in der Glossy Box mal drin war, oder? Ist auch Gott sei Dank noch heil. Ja, ist neu, aber habe ich schon, logischerweise. Deswegen wandert die auch wieder weiter. Natürlich wieder eingepackt. Sehr gut eingepackt. Das war es aber immer noch nicht. Wir haben noch was. Und zwar, ich glaube, den habe ich reingetan. Von Lady Green. Ultra Soft Cleansing Brush. Super weiche Reinigungsbürsten. Muss ich aber auch nochmal fragen. Das ist immer, weil ich nichts fotografiere. Dann einmal von... Ach, von Polar. Da tut mir was von Polar rein. Kommt darauf an, ob ich mir noch was finde. Kommt drauf an. Dann einmal von Lovely Perfume Anti Shine Paper. Habe ich. Brauche ich nicht. Dann einmal von Sukin Hydration Bio Marine Facial Serum. Sukin will mich auch interessieren. Ich mag halt so viele Marken, das ist so schlimm. Dann einmal von Hawaiian Tropic Sunless Tan Bronze Light Medium. Würde mich zwar auch interessieren, aber ich habe noch viel genug, die ich erst aufbrauchen muss. Deswegen macht das für mich keinen Sinn. Dann einmal von Momo Skin Illuminating Primer SPF 15. Der würde mich tatsächlich interessieren. Der würde mich jetzt eher interessieren wie dieses von Sukin. Kommt auch auf den Vielleicht-Stapel. Oh Gott, oh Gott.
Und dann auch noch was von Below. Cozy Hands, pflegender Handschaum. Made with love. Ich will das haben. Aber ich habe so viel Handcreme. Da muss ich dafür eine Handcreme weggeben. Und ich behalte keine Handcreme mehr, die mir nicht gefällt. Das heißt, ich muss auch eine weggeben, die mir gefällt. Aber ich will unbedingt, ich glaube, ich habe auch noch keinen Handschaum von Below. Ich will die unbedingt testen. Und dann haben wir einmal von La Cura Long Lashes Mascara. Mascara habe ich genug, deswegen wandere ich die weiter. Einmal von La Vera, das Hydro Sensation Spray, habe ich schon, wandert auch weiter. Dann ein, ach, Make-up, also eins habe ich auch noch. Das war von Revolution damals, aber überhaupt nicht meine Farben. Nö, das Pink ist mir sogar mir zu grell. Und einmal von Santé, erfrischendes Micellenwasser, habe ich auch genug, wandert auch weiter. Und noch zwei Sachen und dann haben wir es tatsächlich geschafft. Und zwar einmal Belle Spa White Lang Lang Body Spray von Et Rebelle. Ach, das sieht aber schon schön aus. Ich würde ja schon mal gerne sowas von Et Rebelle testen. Ha, das wird wieder zu viel, das wird eindeutig wieder zu viel. Und hier bedient euch, liebe LG Lara. Was ist das? Diathermin. Ja, nehme ich mir auf jeden Fall gerne. Dankeschön, liebe Lara. Genau, und dann packen wir jetzt erstmal alles weg, was ich auf jeden Fall nicht nehme. Das ist ja nicht viel. Ich habe auf jeden Fall dieses Mal keine Palette genommen, ausnahmsweise. Ich habe einmal die Creme von Diathermin, die uns die liebe Lara gegeben hat natürlich. Dann habe ich einmal, zeige ich euch jetzt eben die Produkte von mir, glaube ich, dass das die zwei waren. Die werde ich dann raustun und was Neues reintun. Werde aber nochmal in der Gruppe fragen. Dann habe ich auf jeden Fall aufgehoben, das war kein, stand gar nicht zur Debatte, das bleibt auf jeden Fall bei mir von Green Door, dieser Powder Deo Bar, den will ich unbedingt testen. Natürlich diese Daltonprobe, muss sein, unbedingt. Dann habe ich mir einmal diese Essence Pads von, diese Hydro Pads von Essence aufgehoben. Einmal von Poladi Creme, das Moisturizing Gel. Einmal das Spray von Et Rebelle, bin ich auch wahnsinnig gespannt drauf. Einmal von Below, dieses Cozy Hands. Einmal von Monoskin Illuminating Primer, da bin ich wahnsinnig gespannt drauf. Von Lotte London einmal der Eyeshadow und einmal der Lippenstift, weil ich den einfach super schön finde. Ich habe schon wieder so viel rausgesucht, ich wollte nicht so viel raussuchen. Also im Endeffekt habe ich für mich bloß 9 Produkte da rausgesucht und eins davon war ein Pulpchen. Aber ist schon viel. Oh, ist schon viel. Ich hoffe, ihr seht es mir noch. Ich hoffe, ihr seid nicht böse und ich hoffe, dass ich euch trotzdem wieder tolle Produkte mit reinpacke. Ich habe jetzt nochmal drüber geguckt, aber ich muss das testen. Ich kann nichts davon zurücklegen. Ja, ist auf jeden Fall wieder einiges Neues. Es wird einiges Neues reinwandern. Ich hoffe, dass ich auch einiges habe, was den lieben Mädels dann gefällt. Und dass ich jetzt keinem was weggeschnappt habe, was er unbedingt haben wollte. Ja, das war's mit dem Video. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach unten lassen. Lasst mir auf jeden Fall einen Kommentar da, was ihr so behalten hättet aus dem Tauschpaket, aus dem Newborns Tauschpaket. Und schaut auf jeden Fall bei den anderen lieben Mädels vorbei. Wie gesagt, das Paket war vor mir bei der lieben Nina. Ja, das war mein Knie. Und nach mir geht es auf jeden Fall zu der lieben Liz und dann zur Irene und weiter und weiter. Deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Es lohnt sich. Super liebe Mädels. Einfach tolle Videos. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag, eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!